So, herzlich willkommen zu einer neuen Linux-Folge auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute mal die Distribution Bunsen Labs Linux ansehen zusammen. Ich glaube, dass die Distribution aus Österreich kommt, bin mir da aber nicht sicher. Und ich glaube auch, dass sie auf Debian basiert, da bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher. Vielleicht finden wir das noch raus. Das hier ist der Willkommensbildschirm. Welcome to Bunsen Labs Live. Dieses Live-Operationssystem, Betriebssystem erlaubt dir, Bunsen Labs zu testen, ohne irgendwelche Änderungen am Computer vorzunehmen. Es gibt verschiedene Keyboard-Shortcuts, auf die wir hingewiesen werden. Die seht ihr rechts. Super. Das ist üblicherweise die Windows-Taste. Ich weiß gar nicht, was das hier am Mac ist. Wir können das aber mal probieren. Option ist es schon mal nicht. Command auch nicht. Control vielleicht. Nein. Also ich bin unsicher. Ich habe es leider jetzt noch nicht rausgefunden, was die Super-Taste sein soll. Ah doch. Es funktioniert. Der Firefox wurde geöffnet. Und zwar ist das die Weltkugel, glaube ich, auf dem Mac. Wir können ja auch ein Terminal öffnen mit Super T. Gucken, ob das klappt. Anscheinend nicht. Option T auch nicht. Ha, Command ist es. Command ist in dem Fall die Super-Taste am Mac. Ich teste das hier am Mac. Interessant. So können wir hier also durch die verschiedenen Shortcuts schalten. Da können wir also zum Beispiel ins Hauptmenü kommen, ins Client-Menü, in das Terminal. Wir können den Webbrowser öffnen per Tastenkombination, einen File-Manager, den Editor, Media-Player, Lautstärke-Kontrolle, Task-Manager, Lock-Screen, Lockout. Und außerdem können wir auch noch Screenshots machen mit den Shortcut-Keys. Ich habe hier mal einiges geöffnet. Das hier ist jetzt also zum Beispiel der Task Manager, dann hat sich hier als Standard Media Player VLC geöffnet. Wir haben Genie als Editor, können wir dann auch alles wieder zumachen nach und nach. Außerdem gibt es hier ein Terminal, das uns verrät, dass das Ganze tatsächlich auf Debian basiert. Wir haben jetzt aus irgendeinem Grund hier das Hauptmenü geöffnet, das gucken wir uns gleich noch genauer an. Als Standard Webbrowser kommt hier Firefox zum Einsatz und damit sind wir wieder auf dem Desktop. Also das sind die Shortcuts. Mit einem Rechtsklick auf den Desktop haben wir Zugriff zum Main-Menü, das zeige ich euch gleich noch. Außerdem gibt es einen Usernamen, der ist User und das Passwort ist live. In der Live-Distribution haben wir immer sudo Berechtigungen und dann gibt es hier noch Installationsanweisungen. Thank you for trying Bunsen Labs Linux. Okay, so viel also zum Text. Den Task Manager brauchen wir vorerst auch nicht mehr und dann wenden wir uns als nächstes dem Hauptmenü zu. Ach, das hier ist gar nicht das Hauptmenü, das ist der Dateimanager, sehe ich gerade. Und der liegt hier vor als Thunar von X-Face, hat man sich den ausgeliehen. Also, das hier ist ein Linux, sehr interessant. Wenn ich mir eins selber bauen müsste, würde ich sowas Ähnliches, glaube ich, machen. Denn das hier ist kein kompletter Desktop, so wie bei GNOME oder wie bei KDE. Das ist aus verschiedenen Programmen ein zusammengestückelter Desktop. Soweit ich weiß, ist das hier Tint 2. Tint 2 heißt das Programm, das hier unten die Taskleiste darstellt. Das hier rechts, das hat auch einen bestimmten Namen. Das ist ein bestimmtes Widget-System. Ich hoffe, das fällt mir noch ein. Wie das heißt. Wir haben hier oben die Systeminfo. Der Desktop, wie gesagt, da können wir auf das Hauptmenü mit einem Rechtsklick zugreifen. Da bekommen wir dann die gleichen Programme vorgeschlagen, wie wenn wir hier das Menü unten links aufrufen über die Taskleiste. Und wir können hier zum einen als erstes mal den Computer durchsuchen nach bestimmten Programmen, zum Beispiel VLC. Und dann rufen wir hier eben diesen Start-Screen auf, der uns gerade eben schon angezeigt wurde. Wir können direkt Programme starten über dieses Menü. Wir können ein Terminal öffnen, das haben wir schon gemacht. Ein Webbrowser, File Manager, Text Editor, Media Player hatten wir alles schon geöffnet. Hier können wir einen schnellen Screenshot anfertigen und gleich hochladen, wohin auch immer. Dann gibt es hier die Utilities. Da wird nochmal auf den Screenshot-Macher hingewiesen. Es gibt den Blob Themes Manager. Ich denke, wir können hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Muss gestehen, ich weiß allerdings auch gerade nicht, wie das gehen soll. Wahrscheinlich über irgendwelche Textdateien. Das Programm hier rechts heißt Konki, habe ich gerade gesehen.
Conky heißt das, weil wenn wir hier nämlich auf diesen Themes Manager nochmal drauf gehen, wird uns das hier angezeigt. Also die Themes kommen, glaube ich, von GNOME. Dieses Ding hier, der Desktop mit dem Rechtsklick, das ist das Open Box System. Tint 2 haben wir unten, eben wie schon bemerkt, das ist zuständig für die Taskleiste. Dann gibt es noch ein alternatives Menü, ein LightDM-Theme, X-Configs. Vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Wie man diesen speziellen Blob-Theme-Manager bedient, weiß ich auf die Schnelle auch nicht. Dann gibt es hier die Möglichkeit SSH. Das hat, glaube ich, irgendwas mit Sicherheit zu tun, mit Verschlüsselung. Das können wir hier einstellen. Remote Desktop wird unterstützt. Hier haben wir den App-Finder. Das dürfte so ähnlich funktionieren wie die Suchfunktion hier oben. Dann gibt es Places. Hier finden wir so die übliche Ordnerstruktur von Linux, Dokumente, Downloads, Music, Pictures, Public, Templates. Ah, das sind so Script-Dateien eben. Ich vermute, wir müssen die Templates wirklich per Texteditor anpassen. Videos und vieles mehr. Zuletzt benutzte Files finden wir dann weiter unten. Einstellungen, System, Help und Resources. Also Tutorials, Online-Hilfe, Debian, Arch-Wiki, OpenBox, dann zu Tint gibt es speziell eine Hilfe, Conky, also der Widget-Manager auf der rechten Seite, Theme Resources und so weiter und so fort. Zu jedem Programm finden wir hier Hilfe, Display, Keybinds und zu guter Letzt die Applications. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Hier eben die Einstellungen, Bunsen Labs. Hier können wir den Autostart verändern und was da gestartet wird. Wir können die Umgebung verändern, was auch immer das bedeutet. Ja, das sind alles Textkonfigurationsdateien. Hier können wir unser System uns anpassen, wie wir das möchten. Also ihr seht schon, das ist kein Clicky-Bunti-Betriebssystem, sondern da muss man tatsächlich ein bisschen auch sich mit Editoren und so weiter, mit Konfigurationen muss man sich da auskennen. Und was man dafür bekommt, ist ein sehr schnelles System. Das braucht keine Grafikkartenunterstützung hier, um zu laufen. Das ist sehr einfach und simpel und wenn man sich das zurechtkommt, figuriert, dann hat man womöglich das perfekte Linux. Also würde ich Linux intensiv tagtäglich verwenden, hätte ich möglicherweise so ein Bastelsystem hier. Und das hier ist eine gute Basis, glaube ich. Conky Manager Tint 2, also wir können hier alles einstellen. Erscheinungsbild. Aber ihr seht halt auch, das unterscheidet sich ein bisschen von den GNOME und KDE-Einstellungen. Wir können hier sogar die Schrift anpassen. Wir können das Wallpaper anpassen. Da gibt es verschiedene zur Auswahl. Testen wir jetzt gerade mal. Apply. So. Notifications können wir anpassen. Power Management. Die Menüs. Display. Etc. pp. Dann haben wir den Bereich System. Quick System Info. Drucker. Task Manager. Install. Favorite. Packages, also da sind wohl schon ein paar Dinge vorkonfiguriert, wie Chromium Browser und so weiter, was man sich dann hier relativ schnell und unkompliziert wahrscheinlich runterladen kann. Midnight Commander, Multimedia Player, Editoren, Utilities, Brennprogramm zum Beispiel, Graphics, Apps, GIMP und Co. Das dürften hier so die allerwichtigsten Programme für die meisten Nutzer sein. Außerdem gibt es einen Synaptic-Paket-Manager. Wer sein System nicht über die Konsole administrieren möchte, es gibt Login-Settings, ein Login-Interface, ein Partitions-Manager. Hier kann man den Default-Browser einstellen und dann kann man hier noch Debian-Alternativen einstellen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Schauen wir uns noch die Applications an. Was ist hier so vorinstalliert? Der Application Finder zum Beispiel, aber auch ein Pack-Programm, Texteditor, Kalkulator, Clipboard Manager, LibreOffice, also alles, was man so braucht für ein Betriebssystem, aber halt alles in klein und schnell und nicht so fancy wie bei GNOME, dafür aber möglicherweise deutlich effizienter. Im Bereich Entwicklung haben wir einige Programme vorinstalliert, eben zum Beispiel Genie, den Texteditor. Auch die anderen Sachen sind Texteditoren, Icon Browser, der Bereich Graphics, Multimedia. Hier ist sogar schon ein Brennprogramm vorinstalliert. Dann gibt es hier Pulse Audio Volume Control. Damit kann man die Lautstärke einstellen. Verschiedene Internetprogramme. Es ist also auch noch ein alternativer Webbrowser vorinstalliert. FileZilla, Firefox Langzeitversion. Im Bereich Office finden wir schon diverse Office-Programme und dann finden wir hier wieder Settings und Systemeinstellungen, wobei ich nicht sicher bin, ob das nochmal was anderes ist. Ich glaube, das sind nochmal andere Einstellungen wie die, die wir hier hatten. Definitiv sogar.
Ja, das ist so die vorinstallierte Software hier. Wir können uns eventuell noch den Tray-Bereich ansehen. Keine Netzwerk-Connection, Computer, Presentation Mode, Settings. Auch nicht genau, was man hier einstellt. Power Manager, Display. Ah, hier kann man den Bildschirmschoner und so weiter einstellen. Dann gibt es den Bereich Clipboard. Da kann man sich sogar eine Kopier- und Paste-History anzeigen lassen. Den Lautstärke-Mixer, Uhrzeit und Kalender. Und dann können wir hier das ganze System auch runterfahren, wenn wir das möchten. Wie gesagt, all das hier, was wir gerade über das Startmenü gemacht haben, können wir auch aufrufen mit einem einfachen Rechtsklick auf den Desktop. Und das war das Programm im Wesentlichen. Ich vermute, das wird eben ganz normal über die Konsole administriert. Da kann man sich dann die Updates einspielen etc. Es ist halt ein ganz normales, etwas abgespecktes Debian auf Open-Box-Basis. Finde ich sehr interessant, wie gesagt. Macht auch einen professionellen Eindruck. Bunsen, Labs, Linux, auch noch nie gesehen. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder, wenn ihr mögt, auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.